Etwa ein Drittel der Salafisten bundesweit leben hier in Nordrhein-Westfalen. Und das Problem ist, dass wir hier über ein Phänomen sprechen, was wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Also es sind Personen, die sich aus unserer Gesellschaft radikalisieren. Etwa 66% der Gefährder haben eine deutsche Staatsangehörigkeit. Und der IS ruft schon seit langem nicht mehr dazu auf, nach Syrien oder in den Irak auszureisen. Dort gibt es ja auch die militärischen Niederlagen des IS. Sondern die Leute bleiben eben hier oder kehren jetzt auch zurück. Und dadurch steigt die Gefahr von Anschlägen eben auch hier in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen wird schon seit Längerem an einem Handlungskonzept im Bereich der Präventionsarbeit gegen den Neosalafismus gearbeitet. Und ein Baustein davon ist Wegweiser, eine Beratungsstelle, die radikalisierte Jugendliche und ihr Umfeld berät. Aber wir haben uns als grüne Fraktion hingesetzt und überlegt, welche weiteren Maßnahmen müssten noch in ein solches Handlungskonzept reinfließen. Und da ist eine Überlegung, dass wir ein eigenes Forschungsinstitut gründen wollen an einer Universität. Und dieses Institut soll sich zum einen mit Grundlagenforschung auseinandersetzen, also Fragen bearbeiten, wie zum Beispiel, warum gibt es viele Frauen und Mädchen in der salafistischen Szene? Oder was sind die Gründe für eine Radikalisierung? Warum steigen Menschen aus der Szene eben auch wieder aus? Also das sind solche Fragen, die bisher sehr unerforscht sind und worauf wir Antworten brauchen für die Präventionsarbeit und letztendlich dann eben auch für die Umsetzung nachher in die Praxis. Und das andere, was wir gerne wollen, ist, dass Streetworker eingesetzt werden in den Stadtteilen, wo Salafisten versuchen, junge Menschen anzuwerben. Und ich glaube, dass gerade die Ansprache, die direkte Ansprache sehr wichtig ist. Das müssen Personen sein, also Streetworker sein, die die Lebensrealität dieser Jugendlichen kennen, also die sehr nah dran sind. Und ich glaube, dass gerade das auch nochmal wirksamer ist als irgendwelche YouTube-Videos beispielsweise. Wir brauchen die direkte Ansprache, die Beziehungsarbeit und das würde aus meiner Sicht helfen, den Anwerbungsversuchen der Salafisten etwas entgegenzusetzen.